Hallo und herzlich willkommen beim Stream von Neverwinter. Egal. Ja, ich streame heute mal wieder, wie man sieht, und mal gucken. Also ich mache jetzt erstmal alle tägliche, ist ja klar. Ach man. Ach scheiße. Jetzt mit den ganzen Berufen wieder machen. Und dort campen. Hä? Was? Oh mein Gott. Das ist jetzt mal lächerlich. Ja, habe ich auch schon manchmal gehabt. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe nicht zugestimmt und habe dann Nein gemacht, aber trotzdem wurde er rausgeschmissen. Also, ja, natürlich, ist leider so. So, jetzt stelle ich meinen zweiten lilanen Schneider her. Witzbold. Die anderen habe ich mir selber zusammengekauft, die anderen grünen. Also, ja, also alles von dir kam jetzt nicht, ne? Ich habe mir, warte mal, wie viele Schneider habe ich gekauft? Ja, das stimmt. Aber ich habe mir jetzt 12 oder 15 grüne Schneider nochmal gekauft, nur damit ich mir noch einen lilanen machen kann. Schneider ist zum Beispiel für jeden Charakter und dann noch für Magier, also taktischer Magier. Für die Hemden und so weiter ist das zum Beispiel. Da. Ab Stufe 14 kann man sich den herstellen. Na super. Das wird ja nur lustig. Ja, das war wahrscheinlich sehr viel mit Geld gekauft eben, ne? Was ja immer so ist. Ja, also dann hat er sehr viel Geld reingesteckt. Ja, hat er sehr viel Geld reingesteckt nämlich. Weil so leicht kriegt man sowas nicht. Glaube ich nicht. So viel Lack kann man auch nicht haben. Trotzdem. Die
Der Kult ist dran. Muss verzweifelt nach Mittelwald sein. Trotz der Probleme, die ihr ihnen im Icepire Peak bereitet habt, sind sie in die Minen zurückgekehrt und haben ihre Arbeit wieder aufgenommen. Icehammers Streitkräfte sind immer noch mit den Frostriesen beschäftigt. Ich bitte um eure... Ich grüße euch. Heute ist täglich PvP-Herrschaft. Interessant. Ich habe jetzt zum Beispiel fast mein Geld zusammen für mein neues Reittier. Nur noch 200 Zen. Ne, 100 Zen. 100 Zen nur noch, dann habe ich genug. 4 Tage oder 5? 4 oder 5? Es gibt Dinge. Höchst unwahrscheinlich. Ja, da muss man richtig Schweineglück haben. Schweineglück. Und das haben nicht so viele. Ja, möglich ist es. Na, jetzt mach ich erstmal die scheiß PvP-Scheiße. Habe ich zwar keinen Bock drauf, aber naja. Genau, dann ist das. Na, ich muss ans Telefon. Bis gleich. Ha!
Thank you.
Thank you.
Der Gegner dominiert. Euer Team dominiert! Euer Team dominiert! Der Gegner dominiert! Der Gegner dominiert. Euer Team dominiert.
Euer Team hat fast gewonnen. Thank you.
euer Team dominiert. Der Gegner dominiert. Euer Team dominiert. Der Gegner dominiert. Euer Team dominiert. Dominiert. Team dominiert. Der Gegner dominiert. Thank you.
Der Gegner dominiert. Der Gegner dominiert! Dominiert.
Beim Stream bin ich auch wieder ganz da. So. Ah, schön, ey. Noch ein PvP-Kampf, ey. Ich habe 2 PvP-Kämpfe nur machen müssen bisher. Beim letzten habe ich leider nicht unter den besten 5 gestanden. Leider. Aber naja, was soll man machen, ne? Laguna müsste auch bald erscheinen. In 5 Minuten würde ich mal schätzen. Ach so, ja, sorry, aber ich schmeiß nicht gerne Leute raus, nur wenn die den Loot auch haben wollen. Also es ist dann Pech, wenn ich den nicht kriege. Ich habe schon öfters mit taktischen Magier gespielt, obwohl ich im Epischen war. Mit anderen Leuten taktischen Magier. Hat mich nicht groß gestört. Okay, ich geb's zu, ich schmeiß manchmal mit taktischen Magier auch raus, aber entweder sind die einfach nur scheiße vom Ausrüstungswert. Und das ist meistens eher so. Oder eben, die gehen mir auf den Keks. Aber immer 2 von diesen Sachen ist es eigentlich. Und ob ich noch zu den Waffen spiele, weiß ich auch nicht, ey. Weil, naja. Schön und gut zu den Waffen, ne? Aber, ganz ehrlich, vielleicht mache ich damit nochmal bei dem Event ein bisschen. Weil dann kann ich mir ein paar Veredelungstruhen besorgen, fällt mir gerade ein. Die Veredelungstruhen gehen nun weg wie warme Semmel, wenn man die verkauft. Hast du ja gehört, 12.99 habe ich für eine gekriegt, eine Truhe. Und der Skin, den ich da gesehen habe, war einfach nur scheiße. Hä? 100? 100 braucht man die lang spielen. Noch nicht mal 10 Spiele musst du dafür spielen. 9 oder 8 Spiele hast du schon zusammen. Ja, komm. Ja? Na super, da hat man es ja 0,0 zusammen. Da hat man es ja 0,0 zusammen. Fehlungszonen kann man dann richtig gut später verkaufen. Aber ganz ehrlich, ich denke drüber nach, ob ich den Orkwolf jetzt die ganze Zeit immer im Inventar lasse. Über Monate. Und dann ihn erst verkaufe. Weil dieser Orkwolf kommt nie wieder wahrscheinlich. Und bis dahin sind wahrscheinlich... Das stimmt schon, aber die 100 Trefferpunkte, die sind das Begehrenswerte bei dem wiederum. Das musst du nicht auch bedenken. Die 100 kritischen Trefferpunkte sind nicht bei denen das Begehrteste. Zum Beispiel bei diesen Druiden da, der ist totaler Müll. Der ist nichts zu gebrauchen. Wenn man ehrlich ist. Euer Team dominiert. Ja, so ist das, ne? So ist das eben. Da ist der Laguna, wie ich es gesagt habe. Naja. So ist das, so ist das, so ist das. Der Gegner dominiert.
Wen juckt? Wen dosiert? Interessiert doch kein Schwein. Nee, Schocki ist der Vorkoster. Der ist scheiße Fresser, ich nicht. Tut mir leid, das bin ich leider nicht. Sowas meine ich. Und Laguna, wie viel Sinn hast du schon zusammen? Ja, mir fehlen nur noch 100 Sendungen, kann ich mir das neue Reittier holen. Ja, das ist für 3700 mein neues, was ich mir holen will. immer noch der schwere Heuler. Mein neues Reittier eben, ne? Willkommen beim Stream. Wie viel Prozent war es auf Stufenerhöhung? Und du hast es geschafft, ja, das ist gut. Wie viele Versuche gebraucht? Oh. Ja, also spätestens beim 10. hätte es sowieso funktionieren müssen, bei 10%. 10 Versuche eigentlich jetzt. Ja, gut, gut, gut. Ja, da, wahrscheinlich ist die Dropchance daraus sogar weniger als 1%. Nämlich wahrscheinlich eher nur 0,1% wahrscheinlich eher. Oh Mann, wir sind die gerade sowas im Abgrund. Ja, bin wieder tot. Ich glaube, ich bleib gleich noch im Spawn stehen. Mach ein Video. Mach ein Video, ist leichter. Ja, auch schon längst dann machen. Ich hatte heute den ganzen Tag keinen Bock zu spielen. Ehrlich gesagt, ich habe heute ein bisschen Mario Kart 8 gespielt, dann noch ein bisschen Super Smash Bros. Auf der Wii U. Ja, ich war mal. Ich weiß, Mario Kart 64 war eines der geilsten Dinger. Weißt du, was ich da habe? Ich habe Mario Kart 64 nämlich. Aber mein Nintendo 64 habe ich einmal verliehen vor 5 oder 7 Jahren und seitdem habe ich sie erstmal nicht wieder gesehen. Ich weiß auch, wo sie ist. Naja, wenn er 3 Nintendo 64 hat, ich glaube, dann ist eine davon meine. Ja, das ist gut. Er
Halt mal, legendäres Hemd, seit man kann Leder da Hemden herstellen. Ja, ich kann nämlich auch Hemden herstellen. Okay, ja, ich muss schon mal. Genug. Die Australier haben dieses Problem. Stellst du einfach ein Billigding in den Shop rein. Am Ende kosten die Geld auch ein bisschen. Also Entschuldigung. Ja, ich weiß. Des Kaisers neue Kleider. Ich finde es immer lustig, wenn die Gegner immer zu dritt oder zu zweit auf einen draufgehen, wo sie nicht alleine kämpfen können. Finde ich immer lustig. Ich habe einmal wieder gegen einen gekämpft, war kurz davor ihn zu besiegen. Was kommt da? Ein zweiter Wichser, der mich dann umbringt. Weil er einfach nicht einen alleine kämpfen lassen will. Aber naja. Ich bin dann ein Schwein, lass ihn einfach da stehen. Kann er alleine machen. Wenn ihr ihn natürlich platt macht. Ja, sorry, aber Entschuldigung, ich will schon faire Kämpfe hier manchmal auch haben. Ich geb's zu, manchmal mach ich's einfach, bin ich einfach ein Schwein und ja, ich will ja nicht immer im Team spielen, ist langweilig. Allgemein ist der PvP sowieso langweilig. Also da macht sogar Crysis 3 mehr Spaß. Ey, ich hoffe, die bringen die Crysis 3 die springende Crysis Collection raus, ey, würde ich mir sofort für die Xbox One holen. Also sowas von. Wer ist da auch dabei, Laguna? Ey, ich würde mir sofort, ganz ehrlich, bei Xbox 360 waren es ja zwei Spiele, die nur rauskamen. Aber wenn du dann auf einmal für, sagen wir, 40 Euro die ganze Collection kriegst, warum nicht? Euer Team dominiert. Will ich nicht meckern. Euer Team dominiert. Ja, Call of Campy kauft ja auch kein Schwein, außer wer ein Idiot ist. Der Gegner dominiert. Und nicht wundern, dass ich das sage. Wie gesagt, Call of Duty, ich hasse Call of Duty. Ich nenne es einfach Call of Campy, weil es Call of Campy ist. Es ist einfach nur Geldverschwendung, es zu kaufen. Da kauft man sich wieder Battlefield, da ist mehr Taktik drin als irgendwo anders eigentlich. Na gut, außer Rainbow Six, das ist noch besser. Also ich hoffe, es kommt endlich mal nächstes Jahr, nicht dass es nächstes Jahr wieder verschieben, endlich mal Division raus. Sonst kriegt bald die Krise. Wie lange haben sie es schon angekündigt? Wie lange arbeiten sie dran? 5 Jahre? 6 Jahre? Ja, da haben sie aber auch schon eine gewisse Zeit gehabt, um das zu machen, also Entschuldigung.
Naja, es war, Destiny war nicht so verbuggt, muss man zugeben. Aber bloß so schlimm, weil Destiny war zu wenig Inhalt. Die haben einfach die ganzen Inhalte ja rausgenommen, wegen der Xbox 360 wieder und PS3, das geht mir vor. Keks immer noch. Feigling gehen schon wieder zu viert auf einen. Lol, der hat mich noch nicht mal getroffen. Ich springe weg und trotzdem trifft er mich, obwohl ich... leck mich doch, ey. Er schlägt erst, wenn ich tot bin. Das ist lustig, der Gegner. Naja, egal. Alter, jeder kann hier irgendwie betäuben. Das ist ein Witz. Der Magier braucht 20 Jahre, um jemanden so gesehen zu betäuben. Und die brauchen 10 Sekunden. Ne, die brauchen eine Sekunde, um einen zu betäuben. Total lächerlich. Ja, das ist total lächerlich. Sorry, aber das, dann sollten sie es echt fair machen, dass der Magier auch so schnell betäuben kann. Und nicht total Unfairness reinbringen. Aber na gut, das machen die ja immer so. Bestimmte Charaktere überpowern sie und... Nein. Immer noch. Ja, das, ganz ehrlich, sorry, aber die, Schurken hier sind auch nicht auf Kontrolle geskillt. Die sind einfach nur, es können einfach sofort stunnen, fertig. Das liegt, ganz ehrlich, dann ist es totaler Unfairness bei sowas. Aber egal. Nee, nichts Besonderes eigentlich. Nichts Besonderes eigentlich, nee. Fällt mir nicht wirklich was ein. Das schwarze Loch ist ja nichts Besonderes. Das schwarze Loch ist ja nichts Besonderes. Du kannst ja vom schwarzen Loch auch abhauen. Das geht ja ganz locker im PvP. Ich bin so oft schon vom schwarzen Loch abgehauen. Der Gegner dominiert. Na, jetzt werden wir die ganzen Drachen umlegen. Und dann bin ich mit diesem Charakter fertig. Euer Team dominiert. So, perfekt, fertig. Ah, endlich PvP fertig. 3 Spiele zwar gemacht, aber... Ja, stimmt schon. Ja, das ist wahr, das stimmt schon. Ja, lass sie doch. Lass sie doch, wenn es unbezahlbar ist. Oh Mann, ey, Dauerlag. Ich hasse immer diese Dauerlags. Oh, jetzt hört man nicht mehr meinen Ton. Was ist das denn? Oh mein Gott.
Ah, jetzt hat mein Ton wieder schon mal hingepasst. So, ich hoffe, Short Traxxas wird noch gekillt. Dann gehe ich jetzt nicht Short Traxxas killen. Ich grüße euch. Freu dich. Weiß ich, der ist nichts wert. Drachenjuwel ist viel wert. 150.000 Astralis. Deswegen muss schon dir ein Drachenjuwel besorgen. Aber gut, willst du ja das Artefakt hier holen, also würde ich sowieso den Drachenknochen nie verkaufen. Ja. Die brauchst du ja 6-mal. Ja, und du brauchst 6-mal die Truhe, damit du eine Artefaktwaffe kriegst. Das ist die Scheiße dabei wieder. Also ich habe mir Artefaktwaffen da angeguckt und ganz ehrlich für Magier, und ich habe gedacht, ey, meine Fresse, so schlechte Waffen. Also grün lohnt es sich noch nicht mal auszurüsten. Ja, aber ich weiß, deswegen, ich hole sie mir dann, aber ich werde sie nicht sofort ausrüsten, sondern erstmal schön leveln. Wäre bekloppt, wenn ich sie sofort ausrüsten würde. Na dann. Oh, der Prozentschaden. Ich leg mich hin. Ach Scheiße, ich hasse es so. So ist besser. Ah ja, angenehmer. So. Rausgeschmissen worden, wie immer. Was ja hier sehr gerne passiert. Aber ich werde mir heute. Wahrscheinlich vielleicht schon den. Das Scheiß hier holen, ey. Ich glaube, das werde ich heute noch holen. Werde ich die. Ja, aber ich muss den Rabatt dafür ziehen. Ich weiß nicht, wann der Rabatt war. Das ist das Problem. Muss ich mal schauen. Ja? Wir müssen die Geschehnisse. Okay. Die neuen Kultisten haben viel Energie dafür aufgewendet, neue Drachen zu finden, die für ihre. Ist ja geil. Gut zu wissen. Danke. Ist ja geil. Ja, ich werde mir die Dinger extra sogar noch aufschreiben, weil ich hoffe nicht, dass da auch noch dazwischen Dingsbums ist. Wie heißt es? Lass mir nachdenken, wie heißt. Die Begleiter. Begleiter hoffe ich nicht, dass der noch am Anfang ist. Ich glaube, der ist erst später, ne? Und sonst habe ich einen dritten Charakter. Oder ich guck mal kurz mal im Internet nach, wo du sagst. Aber naja, hundertprozentig kann man das ja nicht nachgucken, glaube ich. Abenteuerbelohnung. Neverwinter. Abenteuerbelohnung. Super, das ist nix. Gateway. Nein, das ist auch nix. Abenteuerbelohnung. Kiste.
Belohnungskiste. Steht nirgendwo leider. Schade. Ja gut, dann habe ich Pech. Muss ich eben erstmal das noch ertragen. Willkommen beim Stream. 46. Und 57. Dann willst du mich jetzt verarschen, ich kann nur 67. Ah, leck mich am Arsch. Wieso sind die alle in meiner Gruppe? Auch in der Gruppe. Glaub's nicht. Ah, oh, immer diese Dauerlex. Na endlich, einer mal nicht in der Gruppe. Komm, nimm in die Gruppe. Komm in die Gruppe rein. Perfekt. 26, 26 rüber. So, dann mach ich jetzt schnell den blöden Drachenplatz und dann geht's gleich weiter. Ja, natürlich, immer. Alter, ey. Du stellst so Fragen manchmal. Oh Gott.